Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel Roll P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. Wir alle sind hier am Stretchen und am die, weiß nicht, wie man das nennt, hier sich dieses mit dem Fingern hier. Und ja, fantastischer Start. wir machen heute weiter mit der Story von Final Fantasy 7 Rebirth. Ich meine, wir waren mit allen hier fertig in Nibelheim, ne, in der Nibelregion. Wir haben alles erledigt. Wir sind jetzt hier, hatte meine letzte Folge gemacht, ein bisschen erkunden, ne? Dann haben wir, ne, Proto-Selbst-Transmission immer gemacht, ne? Da ist relativ schneller gegangen als, ja genau, das Gras muss ich noch sammeln, aber das ist nur für so Materia-Ohrring, glaube ich, ne? So, ich würde sagen, wir machen hier weiter, ne? Wir müssen, glaube ich, hier zu Sid, ne? Um die Story voranzutreiben. Wir müssen zurück zur Goldsaucer, um den Schlüsselstein zu besorgen, ne? So, normalerweise müsste, also im Original war es so, dass man jetzt normalerweise zur Sids Heimat geht, ne? Da hätte man auch Sids zum ersten Mal getroffen, ne? Und da hätte man über den Berg Nibel gehen müssen, wo wir ja waren und den Reaktor besucht haben. Ich schrinne da wohl, aber optional im Original. Und nachdem man hier über Berg Nibelheim gekommen ist, dann kommt man wieder auf die Weltkarte, dann läuft man noch ein paar Schritte und dann kommt man hier zu Sids Heimat. Da trifft man dann Sids zum allerersten Mal und dann passiert da noch ein bisschen Zeugs, ne? Aber das wird alles hier, ich glaube nicht, dass das übersprungen wird, sondern dass das irgendwie hier verlegt wird, ne? Dass jetzt hier einige andere Events vorgezogen sind. Was danach so passiert, da wird es hier ein bisschen so für mich nur so ein bisschen schwirmrig, ne, weil alles bis zu diesem Punkt weiß ich noch in- und auswendig, ne. Du gehst erst dahin, du gehst von Midgar, du gehst nach Kolm, dann gehst du hier über den Sumpf, Fort Condor, Junon und so, ne, Costa del Sol, Coral und all das Zeug, ne. Da weiß ich alles noch in- und auswendig, ne. Also ab dem Punkt wird es ein bisschen bei mir schwirmrig, ne. Das ist, glaube ich, doch alles die erste CD von Final Fantasy 7, ne, im Original. Und die zweite CD fängt erst immer noch sehr viel später erst an, ne. Und ich weiß nicht genau, ich glaube, man geht sogar zum Tempel des alten Volkes, genau. Deswegen geht man, glaube ich, jetzt zu Sids Heimat, ne. Weil man da gehört hat, ja, da könnte man vielleicht irgendwie ein Flugzeug oder so bekommen. Und von da aus geht man dann zum Tempel des alten Volkes, ne? Was ja unser jetziges Ziel ist, ne? Deswegen holen wir den Schlüsselstein, ne? Aber alles da wird ab da so ein bisschen schwummrig und bin mir nicht mehr so sicher, wann und wie alles nochmal passiert ist, ne? Und ja, deswegen, das ist genau wie bei Star Wars, da tue ich mir auch einige Events irgendwie so ein bisschen. So, in welcher Episode sind die noch bei einer Wolkenstadt gewesen und so was alles, ne, in der originalen Trilogie, ne, da ist auch ein bisschen bei mir immer verschwommen, weil das schon so lange her ist. So, mein Gott, Sid hat seine Augen auf mich. So, aber so wie es jetzt hier aussieht, ne, wir gehen jetzt hier zur Goldsaucer, wir holen den Schlüsselstein, damit wir zum Tempel des alten Volkes kommen sollen. Und ja, das wurde so ein bisschen vorangezogen, ne. Ich nehme an, dann jetzt Sids Heimat kommt dann auch irgendwann mal noch später, so wie Fort Condor, ne. Was wir ja nur vom Weiten gesehen haben, ne? Aber das wird wahrscheinlich auch irgendwann mal so storymäßig, weil irgendwann müssen wir auch storymäßig sowieso noch mal dahin, ne? Ich überlege gerade, das Sids Heimat müssen wir auch sehr viel später irgendwann auch noch mal. Also da gibt es auch irgendwann einen zweiten Besuch. Vielleicht machen die, sparen die sich da dafür auf. Kann natürlich sein. Egal. Sid. Darf's losgehen? Mein Mann. Wiedersehen mit der Goldsaucer. Stufe 42, ich bin Stufe 45. So. Ich bin mir ziemlich sicher, wir haben alles erledigt, deswegen können wir weitergehen, ne? Na, dann mal rein mit euch. Hm? Los geht's. Stopfen wir uns alle wieder in das Flugzeug rein. Noch einer? Ja. Ja. Ihr habt gesagt, dass euer Feind Sephiroth sei.
Ich muss eine Rechnung mit ihm begleichen. Ich begleite euch. Und jetzt? Ich schmeiß ihn gerne raus. Komm uns ja nicht in die Quere. Klar. Ausgezeichnet. Hier, setz dich. Mein Gott. Ja, ich wusste doch, wir lassen ihn nicht hier. Nicht ohne einen verdammt guten Piloten. Und zum allerersten Mal in diesem Spiel. Keine Sorge, ich zähle schließlich zu den Besten. Zum allerersten Mal im Spiel. Im Remake haben wir alle Hauptcharaktere gerade an einen Ort. Oh. Ja, Yuffie. So, oh, ich kann fliegen wieder. Okay, ich wollte mal kurz gucken. Ich wollte vielleicht mal Clouds Schwert wieder ändern. Ich will wieder sein normales Schwert ausrüsten. Harris. Ja? Warum ist die Falma gestorben? War sie krank? Nicht wirklich, aber geschwächt. Und der Versuch, mir zur Flucht zu verhelfen, hat ihr dann die letzten Kräfte geraubt. Das glaube ich zumindest. Verstehe. Dann ist sie jetzt bestimmt glücklich. Meinst du? Irgendwie sehr komische Steuerung. Du musst fest dran glauben und darfst den Mut nicht verlieren. Das bist du deiner Mutter schuldig. Danke. Werde ich tun. Ja. Stimmt, die Colts ist aber ja nicht so weit weg. Ist losmarschiert. Haben sie im Radio berichtet. Gibt also wohl wieder Krieg. Midgard zerstört und jetzt auch noch das. Oh Mann. Geht's darum im dritten Teil? Geschieht ihnen recht. Aber ein Krieg würde auch Unschuldige treffen. Ja. Kriege sind voller Trauer und Schmerz. Darin ähneln sie Sephiroth. Nicht wahr? Haben wir nicht einen Ladebildschirm nochmal? Wenn wirklich ein Krieg ausbrechen sollte, dann wird es hier oben sicher gefährlich, oder? Wenn ihr also noch irgendwo vorbeischauen wollt, dann tut es lieber jetzt. Wir sind wahrscheinlich gerade im Flugzeug drin. Was war das? Sag mal, Sid, ich glaube. Ja, ja, ich weiß schon. Keine Sorge, alles im Griff. Wie sieht's damit aus? Steht absolut kein Grund zur Sorge. Ich warte den Vogel und ich fliege ihn. Was soll da schon schief gehen? Also schön locker bleiben. Nur ein paar kleine Turbulenzen, ne? Ja, klar, hat noch irgendwas dazwischen passiert, ne? Sag mal, ah. Der Motor hat doch gerade den Geist aufgegeben. Locker bleiben, habe ich gesagt. Ist das so schwer zu kapieren? Eine Bilderbuchlandung. Jetzt stürzen sich alle auf den. So, lass mich raten. Geht's jetzt zurück nach. Nee, okay. Mir ist irgendwie aufgefallen, zwischen den Kapiteln tut man manchmal zurück zur Sekt gehen. Nein, diesmal anscheinend nicht. So. Ja, da war es mit dem Schiff. Schiff, Flugzeug. Das sollte reichen. Schwimmen wir jetzt. Genau. Fast wie neu, oder? Aber
Die Flügel sind beschädigt. Ein Flügel ist ab. Wusstet ihr das nicht? Nur ein Mann beherrscht sowohl Land, Luft als auch die stürmische See. Und sein Name ist Zit Highwind. Merkt's euch. Und was jetzt? Ihr dürft mich ab sofort Schiffskapitän Highwind nennen. Wer bereit ist, den See zu stechen, sagt Ei, ei. Ei, ei. Dann legen wir ab. Hinter den Bergen und der See liegt Costa del Sol. Und von dort aus geht's übers Land. Dann ist's entschieden. Raus aufs große Meer. Captain, unser Ziel heißt Costa del Sol. Ei, ei. Warte mal, Costa del Sol? So, yeah. Jetzt haben wir, jetzt weiß ich auch, wofür die ganzen Dinger. Kannst du uns bitte noch ein bisschen was über den Schlüsselstein erzählen? Jetzt weiß ich auch, wofür diese ganzen Häfen waren. So, ich muss natürlich erstmal gucken, wo sind wir hier? Mittlerer Ozean, das ist ein neues Gebiet. Genau die Dinger, ja. Vom gescheiterten Kurator zum gefeierten Entrepreneur. Bei Schindler werden Träume wahr. Wo sind wir hier? Dann gehen wir zum Hafen von Costa del Sol. Kann man da irgendwie aussteigen wieder? Moment wohl nicht, ne? So. Das ist nämlich, was ich mich gewundert habe, weil nachdem man hier mit Sids Heimat hier fertig ist, nämlich, dann schaltet man die Tidal Bronco frei, also dieses Schiff hier, das Schiff, dieses Flugzeug hier, und da ist noch was. Und ja, man kann natürlich noch nicht fliegen, weil das wäre schon so ein bisschen überpowered, wenn man danach irgendwie schon direkt durch die Gegend fliegen kann, ne? Aber ja, mit dem Flugzeug kommt's mehr oder weniger. Was ist das da oben? Mit dem Flugzeug kommt's mehr oder weniger nach den Ereignissen in Sids Heimat zum kleinen Unfall, sagen wir mal. Und ja, man kann nur noch mit dem Ding schwimmen und man kann sozusagen ab dem Punkt mit der Tiny Bronco hier durch die Gegend schwimmen. So in so, nicht durch den Ozean, aber durch so. Durch so kleine Gewässer. Die sind da immer so abgetrennt in der Weltkarte von Final Fantasy 7 ist das so, du hast einmal hier Meereswasser und hier so nicht so tiefes Wasser. Da kann man so erkennen, wie dunkel das ist, ne? So helles Wasser ist so nicht so tiefes Wasser und dunkelblaues Wasser ist sozusagen Meerwasser. Mit der Tidal Bronco kann man im Original dann in dieses nicht so tiefe Wasser hier durch die Gegend schwimmen und einige neue Orte erkunden. So kommt man zum Beispiel zu Wotai, also Yuffies Heimat, und kann dann sozusagen da erkunden. Und wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wo genau man da hin muss. Ich glaube, man musste sogar wieder zurück zur Gold Saucer direkt danach. Aber ja, man hat sozusagen sein erstes in Gänsefüßchen Schiffchen freigeschaltet ab dem Punkt. Und ja, deswegen habe ich mich schon gewundert, ob das hier irgendwann auch der Fall sein wird, aber ich habe noch nicht damit gerechnet, dass in diesem Spiel noch schon vorkommt, weil ich halt nicht damit gerechnet habe, dass die einige Events ein bisschen vorziehen. Aber ja, jetzt wo natürlich so der Moment, in dem ich irgendwie gesehen habe, dass wir mit der Tidal Bronco ja durch die Gegend fliegen, habe ich mir schon irgendwie gedacht, dass irgendwie so in der Art vielleicht passieren könnte. Außerdem gibt es ja irgendwie so Häfen hier überall im Spiel. Ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, wofür die da sind, ne?
Ich habe gedacht, irgendwie man kann irgendwie, weil nicht so mir mit Z hier irgendwie so ein Schiff rufen und dann durch die Gegend schwimmen, aber weiß nicht, hat irgendwie keinen Sinn gemacht, wenn man irgendwie gleichzeitig mit Zit irgendwie. Mir fällt gerade ein, ich glaube, man kann mit Zit gar nicht jetzt mehr durch die Gegend fliegen, ne? Natürlich erstmal erkunden. Ich nehme an, man kann hier irgendwann dann auch hier aussteigen, ne, aus den ganzen Dingern, aber weil ich jetzt hier in der Story weiter muss, geht da wahrscheinlich nicht, ne? Ich mache die ganzen Kisten kaputt, wer weiß, ob da irgendwie mal was Cooles drin sein wird, ne? Ich mal irgendwas richtig Geiles finde, aber im Moment sieht das nicht so aus. Einige Kisten kriege ich manchmal gar nicht kaputt. Gonga Kiefer. So, ey, nein. Kann ich ja wirklich jetzt nicht aussteigen im Moment? Ich überlege gerade, wie kann man noch mal aussteigen? Geht aber nicht, ne? Nein, jetzt. Da muss ich mir merken nach dem Part. Was ist denn da oben noch? Ist das eine Kiste? So, das ist eine Schatztruhe. Wo genau ist das hier? Kann ich mir irgendwie markieren? Ich wollte mal markieren. Wir sind am Ziel angekommen. Jetzt geht die Markierung wieder weg, ne? Okay, mir das mal. Ich das gleich nicht vergesse. Ich hoffe, man kann gleich hier noch so ein bisschen backtracken, ne? Außer die zwingen mich jetzt hier erstmal in der Story weiter zu spielen. So. Dann gehen wir nach Costa del Sol. Können wir nicht einfach irgendwie hier aussteigen? So, jetzt hier eine Goldshose. Ich meine, weil in Costa del Sol irgendwo ein Hafen ist, ne? Müssen da anlegen, oder? Wir waren ja irgendwie schon gerade in der Nähe von der Goldshose, deswegen hätte ich mir jetzt so gedacht, da könnten wir eigentlich da aussteigen, ne? Ja, boah, lang ist es her. Ich muss immer noch hier diese ganzen Übungen hier machen mit Tiefer. Ja, und dass sein Hotel mal ein paar richtige Gäste gefunden hat. Ich weiß ja nicht. Der heult doch bestimmt rum, weil er sich wieder was aufschwatzen lassen hat. Ich ignoriere die einfach, hier ist irgendwie nichts drin, habe ich so cool. So, hier sind wir. Kommst mit der Tiny Bronco hier nicht weiter? Warum nicht? Ich habe bestimmt einige Sachen hier erkunden. Warte mal, kann ich so nach. Boah, was? Da hinten ist Junon. Kann ich da hin? Den ganzen Weg? Nee, ne? Ist weit, oder? Kann ich den ganzen Weg bis zu. Ne? Das Spiel zwingt mich hier zurück. Aber könnte ich hier, wenn ich da fertig bin, den ganzen Weg nach Junon hier zurück? Ja, da müssen wir hin. Yeah, was geht? Was ist das denn? Was hat denn da für ein Zeichen? Andocken. Oh, erhalten. Oh Gott. Was ist da für ein Zeichen da? Wir danken Ihnen vielmals, dass Sie sich auch heute wieder für den Service von Bronco Kreuzfahrten entschieden haben. Nanu? Hieß es nicht vorhin noch Airline? Uns wurden die Flügel gestürzt. Ja, Tifa, hast du dich dabei? Sid, danke, dass du uns bis hierher gebracht hast. Nicht der Rede wert. So. Und jetzt geht's zum Gold Saucer. Da wollte ich ja eigentlich auch schon immer mal hin. Nehmt ihr mich mit? Aber klar. Jawohl. Du bist die Liebenswürdigkeit in Person, Aeris. Nicht? Also dann. Wartet. Wo ist Vincent? Dort. Da
das für ein arroganter Sack? Erinnert mich an gewissen jemand. Egal. Vergiss ihn. Oh. Meinst du mich? Boah. Boah, Cloud, komm. Ah ja, jetzt kann ich wieder die Dinger nehmen. Der Tiny Bronco beißen. Wir dafür mit einer guten Schreitung und wenn du überqueren willst, kannst du einfach den Tafen der Warten Zit ansprechen. Die Anti-Shinra-Verbindungsgruppe hat mit den Kriegserklärungen an Shinra für große Versicherungen und Bewohnern alle Regionen gesagt. Da wird in vielen Städten dürfen momentan die Hilfe des Alleskönner benötigt. Wow, habe ich jetzt voll viel Freiraum bekommen. Der Golf und sagt neue Attraktion. Kampfsimulator, was ist das hier? Voll die Hortruhe. Soll ich mal hier Clouds Waffe mal wieder ändern zu seinem Panzerschwert, auch wenn er nur vier Dinge hat. Weil er bei den Cutscenes besser aussieht. Wenn ich hier ein neues Intro machen will und so. Was ist das hier? Das Schatzkarte. Nach Gezeiten, nach einem Meer, das tausende Jahre alt ist. Wirklich? Wirklich? Ja. Opa hat mir mal davon erzählt. Vor langer Zeit, mich hat irgendwie finden. Als das Meer noch das Zentrum des Planeten war, gab es einen Krieg zwischen den Piraten. Du kennst doch bestimmt das Spiel Piratenparty, oder? Es basiert auf dieser Geschichte. Cloud, willst du sie hören? Ja. Warum nicht? Geschichten erzählen. Ich wusste es. Meine Spezialität. Es begab sich zu einer Zeit, in der es weder Flugzeuge noch Züge gab und die Menschen vor allem auf Schiffe angewiesen waren. Dass ein Pirat Reichtum, Macht und Ruhm zusammen mit seiner Mannschaft aus Dämonen über die Meere segelte. Es dauerte nicht lange, bis es zum Krieg zwischen den Piraten kam. Das sonst azurblaue Wasser sich blutrot färbte. Morbol-Piraten? Als unser Kapitän schließlich siegreich aus jeder Schlacht hervorgegangen war, krönte man ihn zum Piratenkönig. König der Piraten. Am Ende seines Piratenlebens wählte der Schrecken der Meere seinen wertvollsten Besitz, teilte ihn durch vier und versiegelte ihn an geheimen Orten. Zusammen mit seiner Mannschaft, die bis in alle Ewigkeit über ihn wachen sollte. Diese Karte verrät uns die Orte, an denen die Schätze des Piratenkönigs versteckt liegen. Und man sieht, dieser Schatz ist das One Piece. Anscheinend gebrochen wurden. Wenn wir an diese Schätze wollen, müssen wir es mit der Mannschaft des Piratenkönigs aufnehmen. Keine leichte Aufgabe. Aber genau das macht die Sache ja so spannend. Alles klar. Ja, Mann, das ist ein Ding. Du hast die Karte des Piratenkönigs in die Finger gekommen. Wenn du alle vier Piratenrelikte im mittleren Ozean findest, kannst du mittels Synthese einen legendären Gegenstand herstellen, den Piratenkönig selbst stets im Kampf bei sich trug. Das klingt nach Waffe. So. Ich schon Kompass des Piratenkönigs synthesieren. Ausgezeichnet. Manoring, nein, Kompass des Piratenkönigs. Ja, da muss ich die, okay. Wird die ATB-Leiste für kurze Zeit auf 3 Einheiten, nachdem 5 Kommandos eingesetzt wurden. Okay. Alles klar. Weißt du was, bevor ich das jetzt hier vergesse mit dem der blöden Markierung, die ich mir gesetzt habe, ne? Kann ich die so mittlerer Ozean, wo war denn in der Nebelregion, ne? Ist jetzt weg, ne? Ist sowas noch weg, ne? Aber hier glaube ich, ne? So, bevor ich das vergesse, ne, tu mal eine Kraut da einsacken, ne? So, Vincent ist nicht bei uns, nein. Er macht sein eigenes Ding, ne?
So, es sind nur noch 4 Gräser und hier habe ich Schatzungen gesehen irgendwo. Ja. Gesetz des Ratzberger. Ist das nicht Edelgards Nachname in Fire Emblem Houses? Ja, eine Beschwörung in Final Fantasy 13 ist auch so. Also ein Viech mit so ganz vielen Armen. So, wenn hier irgendwo so ein Ding war, dann ist doch bestimmt noch mehr hier irgendwo, ne? Hm, da bin ich jetzt ein bisschen unentschlossen, was wir jetzt machen sollen. Ob wir jetzt die Nebenquests weitermachen sollen oder ist auch eine Nebenquest jetzt. Hm. Ich bin gerade so ein bisschen unschlüssig, was wir als nächstes machen sollen. Ob wir jetzt hier. Jetzt hier die nicht, da müssen wir hin, ne? Aber Hafen von Costa del Sol, ich komme nicht ran. Aber jetzt hier diese Quest machen noch, ne, mit den Piraten oder nicht? Da, wo ist Vincent? Der ist schon weg. Nein. Hey, hier sind neue Zeichen. Uns auf ein tolles Spiel von Ihnen. Ah, jetzt auch wieder neues. So, Herausforderung Red 13. Karte Red 3. Man kann Vincent Zit. Boah, man kann Charakterkarten hier freischalten. Hier kann also wieder ein spezielles Deck verwenden. Das Blatt des Gegners liegt offen auf dem Tisch. Kann dann seine geliebte Tiny Bronco hinzufügen. Schwinge dich in die Lüfte und fliegt zum Sieg. Ich muss das galanische Spieß. Vorhin haben wir ja noch so viel zu erledigen ja gerade. Da ist Vincent. Was geht? Wie geht's dir? Du sprichst nicht sehr viel, ne? Okay, bye. Okay, oh Gott. Ich würde sagen, wir tun noch mal so ein ganz kleines bisschen die Story noch vorantreiben, bevor wir weitermachen, ne? Mit den ganzen Nebenquests. Weißt du, weiß nicht. So, ich nehme an, ich muss den Weg hier zu Fuß laufen. Den restlichen Weg. Dann kann ich einfach hier enden. Ja, das ist ja gut so, ne? Lass uns mal die Story ein bisschen weiter vorantreiben, ne? Bevor wir uns hier wieder. Ich will so ein bisschen natürlich gucken, wie es hier weitergeht, ne? Lasst uns getrennt nach Dio suchen. Okay. Aber keine Extratour zu den Spielautomaten, Fräulein. Mein Gott. Weil musst du immer allen sofort drohen? Ne? Cloud, hast du mal kurz einen Moment? Es gibt da etwas, das ich euch zum Tempel des alten Volkes bisher verschwiegen habe. Ich habe von einer nicht ganz so erbaulichen Legende gehört. Und zwar? Also angeblich ist noch niemand wieder lebend aus dem Tempel zurückgekehrt. Deshalb cool. Bin ich mir nicht sicher, ob ich euch wirklich dahin führen sollte. Mach dir deswegen keinen Kopf. Ist doch nur eine Legende. Naja, mag schon sein, aber... Erstmal brauchen wir den Schlüsselstein. Und dafür Dio. Dio! Schnell rein, sonst hätte ich, als habe ich mich wieder hier verankert irgendwo, ne? Alles klar. Wo ist denn Dio? Ist der im Battle Square? Ja, ne, wenn ich mich nicht irre, dann muss man im Original im Battle Square hier. Muss man, glaube ich, im Battle Square sich beweisen, ne? Egal wie man abschneidet, bekommt man dann irgendwann den Dingens, den Schlüsselstein. Gott. Ja, genau muss der jetzt hin. Battle Square. Ich gehe jetzt einfach mal rein.
Lass uns mal gucken, wie man sich hier voran, wenn man sich hier schon wieder zurechtfindet, ne? Aber ja klar, Vincent und Sid sind natürlich nicht spielbar komplett. Das ist genau wie bei Red 13, die sind wahrscheinlich spielbar im nächsten Spiel. Nächsten Teil. Dio, wo bist du? What? Ist es in Midgar wohl wieder zu heiß geworden? Dann verkrümelt er sich immer hierhin. Zu unser aller Bedauern. Scheint morgen eine größere Veranstaltung in der Muskelmanege zu sein. Also dieser Perversling aus dem ersten Teil. Vielleicht ist Dio dann ja da. Lasst uns mal nachsehen. So, ich nehme jetzt nicht an, irgendwie wir hätten irgendwie mit anderen Leuten hier reden können oder so, ne? So, okay, so viel dazu. Stamme. Ich laufe hier in einen Check von einem Checkpoint zum anderen. Du kannst mit Cloud nirgendwo zeigen, ne? Oh, er ist tatsächlich hier. Hey Dio, was geht? Herr Direktor. Irgendwas stimmt mit ihm nicht. Wieso, da war er nicht geantwortet? Hallo, meine unerschrockenen Abenteurer. Gut seht ihr alle aus. Was ist passiert? Ach ja, der hat uns ja beschützt. Nun, ich habe den Call unterschätzt. Sie sehen nicht nach. Genau, der hat gegen Root gekämpft, oder? Du bist nicht mehr der Jüngste, also übernimm dich nicht. Sag mal, Dio, erinnerst du dich an einen Schlüsselstein? Wir müssen ihn unbedingt finden. Ich muss ihn ganz unbedingt haben. Das stimmt wohl. Er befindet sich in meinem Besitz. Also, er gehörte meinen Vorfahren. Die Zetra haben ihn angefertigt. Und deshalb gehört er dir. Willst du das damit sagen? Liebes, wenn du wirklich eine Nachfahrin der Zetra bist, dann gebe ich ihn dir natürlich gerne zurück. Aber unter einer Bedingung. Ihr werdet für mich in der Muskelmanege kämpfen. In der Schlacht um den Gold Saucer. Team Dio gegen den Corneo-Clan. Okay. Sollte meine Mannschaft verlieren, dann wird der Gold Saucer in Corneoland umbenannt. Mucki, Freunde! Na, seid ihr denn auch alle fleißig am Pumpen? Hergehört! Yeah. Der Dunst hat dich her, ja. Na, warte mal, die Typen kenne ich noch. Oder wir können uns anfangen. Ihr seht es ja. Ich kann selbst nicht kämpfen. Ich war felsenfest davon überzeugt, es wäre aus. Da seid ihr aufgetaucht. Schicksal! Nein! Vorbestimmung ist das! Also, schließt ihr euch mir an und zieht in den Kampf gegen den Corneo-Clan? Also ich bin dabei. Für den Schlüsselstein. Richtig? Natürlich. Versprochen. Okay. Genau das wollte ich hören. Nun denn, ihr solltet für den Kampf bei vollen Kräften sein. Ruht euch also bei mir im Hotel aus. Gut, ich sag gleich den anderen Bescheid. Na dann mal los. Alles klar. Das ist übrigens auch nicht im Original passiert. Wurde ich im Haunted Hotel aus. Na klar. Das Schicksal des Gold Saucers liegt in euren Händen. Enttäuscht mich nicht. Alles klar. Also den Kampf hätte ich gern gesehen zwischen ihn und Root. Da muss ich wieder hier runter, ne?
Alles klar, dann kloppen wir uns noch ein bisschen mit einigen Leuten, ne? Mich ja gerade in einem neuen Kapitel, ja, ne? Schatz des Piratenkönigs. Ja. Kapitel 12. Dann wird das ja wahrscheinlich ja alles die gesamte Kapitel sein, ne? Ich habe mich echt schon. Und, ich frage mich dann echt, was hier gleich alles passieren wird. Ich weiß, was hier nämlich bald passieren wird im Gold Sosa. Hier ist wieder ein kleiner Plot-Twist. Und Leute, die aufgepasst haben, werden vielleicht den Plot-Twist schon so ein bisschen kommen gesehen haben. So viel sage ich jetzt dazu. Da gab es schon einige, ich würde sagen, Hinweise drauf. Ich werde da sein. Ich habe gehört, dass sie morgen in der Muskelmanege antreten. Nachdem du in den Hauptschloss zurückgegangen bist, beginnt das Nachtleben in Gold Sosa richtig. Je nachdem, zu wem du auf der bisherigen Reise in innigsten Verbindung gebaut hast, ändert sich der Ausgang des heutigen Tages. Okay. Woher soll ich wissen? Okay, weil soll ich wissen, mit wem ich die größte Verbindung habe? Sehe ich das irgendwo? Irgendwie nicht, ne? Ja, kann ich schon nirgendwo sehen, ne? So. Wo ist Jofi? Ich bin mit allen hier gut befreundet in meiner Party. Jeder hier liebt mich. Was soll ich denn da herausfinden, mit wem ich hier meine innigste Verbindung ab? So schön wieder voll besondere Cutscenes, ne? Soll ich nehmen an, man kann in diesem Spiel auch wieder Kapitel auswählen, nachdem man einmal hier. Ja, woher soll ich denn jetzt wissen, wo wer ist hier? So, Yuffie war glaube ich immer da beim Dings hier beim. Beim Event Square, nee, wie hieß das nochmal? Das hier, ne? Ich glaube, da war Yuffie mal, ne? Ja, ich hab zu jedem die Beziehung voll hoch. Wo soll ich denn jetzt wissen? Wie soll ich denn das jetzt hier noch bestimmen können? Außerdem weiß ich nicht, wo er irgendjemand ist. Keine Ahnung, wo die Leute hier sind. Na gut, dann nehmen wir einfach, wer auch immer da kommt, ne? Okay. Dann nehmen wir einfach, wer auch immer jetzt kommt, ne? Würde ich sagen. Gucken, wer das ist. Ich wollte euch vorspeichern. Da ist Aris. Ja, wenn ich wüsste, wo die ganzen Leute hier sind, ne? Ich muss mal speichern vorher. Einfach nur so. Okay, guck mal, wer das ist. Ich kann, ist jetzt nicht so, als könnte ich das hier noch relativ gut beeinflussen, ne? Ich kann vielleicht mit einem Charakter jetzt noch reden und einmal irgendwie so meine Beziehung vertiefen einmal kurz, aber wenn ich da irgendwie so einen Unterschied machen wird. Aber ist mir eigentlich relativ egal. Was los? Nicht so gut. Hast du denn eigentlich schon mal ein Lied geschrieben? Bisher noch nicht. Aber
Ich wollte es immer mal machen. Ah. Die schreckt so schnell nichts ab. Sehr beeindruckend. Lass das! Sei nicht so neugierig! Okay. Ich wusste, wir kommen. Wir schalten noch mal hier zurück. Sehe ich durch die Augen von Cloud aus dem anderen Universum. Zeitlinie oder was auch immer. Okay. Ich weiß, wir schalten hier nochmal zurück. Hier. Übernimm Cloud. Ich kümmere mich dann um Eris. Klar doch. Okay. Na, tun wir mal den Cloud waschen. Ich wollte schon sagen, wir tun bestimmt noch mal hier irgendwie zurück switchen, ne? Sind hier drin, ne? Ja, ne. Eris schläft ganz schön viel, was? Ist auch besser so. Wieso? Weil Cloud immer noch krank ist. Zack, mach Cloud wieder gesund. Bitte. Das würde ich ja, wenn ich's könnte. Sag mal, es ist besser, dass Eris schläft, weil Cloud noch krank ist. Warum? Na, weil... sie stirbt, wenn sie aufwacht. Hör mal, Marlene, das kapiere ich nicht. Du behältst es für dich? Mhm. Wacht sie auf, bringt ein gruseliger Mann sie um. Cloud versucht sie zu retten, aber zu spät. Es ist ganz knapp, aber er kommt zu spät. Und Eris mag Cloud und freut sich, dass er gekommen ist, um sie zu retten. Aber trotzdem stirbt sie. Darum muss Cloud ganz schnell gesund werden. Vielleicht kann er sie dann beschützen. Oh. Marlene, war das etwa ein Traum? War es nicht. Okay. Ich lüge nicht. Das weiß ich doch. Bei allem, was hier passiert, glaube ich dir jedes Wort. Hm. Marlene, hey, nur eine Frage noch. Wer ist dieser gruselige Mann denn? Hä? Sag's mir. Er hat lange Haare. Silberne. Verdammter Mist. Es ist Semnes. Nein, Entschuldigung, Ansem. Oder jeder zweite Charakter in Kingdom Hearts. Ach, Zack, sieh doch mal. Die Blumen blühen. Tatsächlich. Das hier sind Eris Lieblingsblumen. Vielleicht
wacht sie ja bald auf. Hoffen wir es. Elmira, ich bin eine Weile unterwegs. Muss mit jemandem über Cloud sprechen. Und mit wem bitte? Einem Arzt? Oh Mann. Ja, mit einem mit dem weißen Kittel. Sowas in der Art, ja. Bleib nicht so lange weg. Ich habe mich schon so an dich gewöhnt. Ohne dich habe ich Angst. Keine Sorge. Mit dem Motorrad geht's schnell. Okay, achten Sie auf Aeris und Cloud. Ach ja, und falls sie aufwacht, lassen Sie sie nicht abhauen. Das sagst du so leicht. Aeris lässt sich nicht einfach wegsperren. Du kennst sie doch. Versuchen Sie es. Für mich. Na gut. Ein paar düstere Züge hier gerade genommen. Was Marlene ja von sich abgegeben hat, ne? Aber mal schauen, ne? Oh mein Gott. So. Alles gezeichnet. Ja, ich nehme an, Zack wusste halt noch nicht, dass der Sephiroth noch am Leben ist, ne? Deswegen, ja, die Reaktion. Ne? Ja, Clouds Motorrad ist ein bisschen cooler. Über deine Worte nachgedacht. Oh, sehr viel über sie nachgedacht. Über Träume, Hoffnungen und darüber, warum ich überlebt habe. Ich weiß jetzt, warum ich hier bin. Für Avalanche. Wir sieht so viel cooler jetzt aus. Zeit. Heute Abend ist es also soweit. Tu mir einen Gefallen und halte dich von Reaktor 6 fern. Pass auf dich auf. Oh Mann. So doch nicht. Das habe ich nicht gemeint. Ich muss zu Elmira. Oh Mann, was macht der Typ? Weg. Keine Terroranschläge mehr. Boah. Wie kann jemand, der so cool aussieht, nur so dumm sein? Oh, wer ist es? So, jetzt bin ich mal gespannt, wer ist es? Jetzt kommt wahrscheinlich die Person, ne? Die ja gerade angesprochen wird. So. Du mal hier kurz raten, ne? Und... Ey, yo. Na gut, wer ist es? Hey. Red. Hast du geschlafen? Na klar. Was gibt es? Ich habe die anderen gesucht und dachte, sie wären vielleicht hier. Ich bin allein. Ach so. Sag mal, ich will mir so ein Theaterstück ansehen. Hast du vielleicht auch Lust? Die Karten habe ich schon. Aber alleine lassen die mich ja sicher nicht rein. Na gut. Ach, juhu! Mit Red bin ich am meisten befreundet in der Gruppe. Okay. Alles klar. Aufzug, ne? Aufzug muss man nehmen, ne? Ja. Na gut, schauen wir uns ein Theaterstück an. Ach, sei ruhig. Ich habe meinen Spaß mit dem Spiel. Ich habe meinen Spaß an einigen Momenten, die ich vielleicht nicht so... Ich vielleicht nicht so sehr Spaß haben sollte, vielleicht. Na gut, Red, dann los. So. Ich
Ich weiß ja nicht, ob man, wenn man irgendwie die Kapitel noch mal neu spielen kann, ne? Vielleicht werde ich dann da irgendwann noch mal irgendwie die ganzen anderen Perspektiven, ja? Weil wenn ich, so wie ich mir halt vorstelle, ist das dann so, man startet mit dem Kapitel noch mal neu, ne? Also ich würde dann jetzt hier da starten, wo wir mit der Tiny Bronco angefangen haben, ne? Und dann gibt mir als Spiel halt hier so eine Möglichkeit, noch hier mit den Charakteren zu interagieren, und ist dann sozusagen, um dann zu bestimmen mit irgendjemanden, weil ich nehme an, die Freundschaft ist dann alles resettet und so, ne? Deswegen nehme ich dann an, irgendwie, wenn man dann das Kapitel neu starten würde, dann würde hier mir als Spiel die Wahl geben, so, oh, du kannst noch einmal mit irgendjemanden reden, um die Freundschaft zu vertiefen, und die Person wird dann ja der Charakter sein, ne? So, Chatley. Ich warte hier nur auf die Darsteller. Ich hätte unglaublich gern ein Autogramm. Okay. Na gut. Na, dann mal los. Wollen Sie die Aufführung sehen? Ja. Ich will ja auf. Ich will die Aufführung sehen mit meinem besten Löwen Hund Tierfreund. Schnell, schnell! Wow. Okay. Ja, dann sind auch hier. Ein Nickname für Eris. Glückwunsch. Möchten Sie selbst singen? Ich? Okay, was gucken wir uns hier gerade an? Macht euch bereit, in die Virtual Reality einzutauchen. Okay. Soll ich Angst haben oder fasziniert sein? Hey, guck mal, wer da ist. So, eine Anspielung an Final Fantasy 6 in der Opernszene. So werden Opern irgendwann in Zukunft aussehen, nehme ich an.
Jetzt nimmt Cloud einfach nur sein Headset ab. Ich begreife es nicht. Sid. Sid ist eingeschlafen. Die eine Schauspielerin war phänomenal. Ja. Sie war echt ein Star. Okay. Dann sag mal ja. Seht her! Vor euch erhebt sich die mechanische Metropole Guardia. Errichtet mit Schweiß und Blut. Ein Monstrum, gequält von unbändigem Hunger. Es fiel in die umliegenden Länder ein, verschlang ihre Städte und strebte danach, immer größer und stärker zu werden. Unsere Geschichte handelt von einem jungen Mann, der in dieses Chaos gerissen wurde. Sein Name war Alfred. Auf der Suche nach dem Geschenk der Göttin brach er auf in die weite Welt. Um als Held gefeiert zu werden, stürzte er sich wagemutig in die Schlacht. Nur um in die Hände der Feinde zu fallen und in ihr Verlies geworfen zu werden. Okay. Ich würde aber sagen, genau hier machen wir erstmal einen Schnitt und dann geht's hier weiter in der nächsten Folge, ne, um zu gucken, wie das hier abläuft, ne? Das ist lustig. Gut, ich freue mich. So, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hinterlasst ein Like, ein Abo, Kommentar. Ciao.